So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Ja, nachdem wir ja 700 Millionen Parts vorproduziert hatten, heute, ja, zurück in einer ganz frischen, aktuellen Aufnahme. Mit Themen, die ihr uns geschickt habt, mit Vorschlägen, die ihr uns geschickt habt, mit Kritik, die ihr uns geschickt habt. Und, ja, werden wir ganz einfach gucken, was wir da jetzt so Tolles draus machen können. Und ja, ich muss eben noch sagen, also ich bin angeschlagen. Ich versuche mich hier die ganze Zeit immer jetzt brav zu muten. Weil, Nick, es wird dunkel. Weil, ja, ich habe Halsschmerzen und habe keinen Bock, euch hier die Aufnahme voll zu husten. Deswegen wird Nick wahrscheinlich ein bisschen mehr Anteil am Reden haben. Aber ich denke mal, ich begebe mich in schnellstmöglicher Zeit auf den Weg der Besserung. Und ja, wollen wir erstmal den anderen Menschen hier begrüßen. Hallo, Herr X-Nick. Ach, wir kennen uns doch schon. Kennen wir uns? Ja, klar. Nein, voll nicht. Ja. Ich weiß ja nicht mal, wie ich hier reingekommen bin in dieses Let's Play. So, was wir machen könnten oder müssten oder wollten oder, naja, mal gucken, wäre jetzt einmal die Sache, wir haben beim letzten Mal, als Lukas noch da war, da haben wir hier die Monsterfalle gebaut. Ja, da steht alles noch. Und dann gehen wir mal jetzt hier runter und gucken, ob sich jetzt hier irgendwas Tolles getan hat. Ich muss sagen, die letzte Aufnahme ist verdammt lang her, also ja, müssen wir mal gucken, an was wir uns noch so Tolles erinnern und an was eben nicht. So, Themen haben wir auch ja, extrem viel, muss ich sagen. Und damit das Ganze hier nicht zu Langeweile unbedingt verkommt, würde ich sagen, Herr Nick Nixor, Nickel die Nickel Nick. Ja. Nickel Kolbart. Ja, wir haben ein paar Themen vorgesetzt bekommen. Und werfen wir doch einfach mal nach der Reihe jetzt einfach hier ein paar in den Raum. Ich denke mal, in der Aufnahme werden wir jetzt nicht alles schaffen. Ich denke mal, wir werden jetzt nur irgendwie so ein Stündchen oder so aufnehmen. So, dass wir erstmal noch ein paar Parts haben. Werden wir jetzt ganz einfach mal gucken, was wir da so gebacken kriegen. Und zwar, Nick, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deiner Meinung über das Thema Talkshows. Talkshows? Jawohl. Ich bin ja ein sehr ehrlicher Mensch und ich sage, das ist was für Leute, die einsam sind und 45 Katzen im Haus haben, wenn nicht sogar 75. Ja, ist so. Also ganz ehrlich meine Meinung, wer guckt sich so eine Scheiße an? Du warst die Kacke, du hast mir mein Geld geklaut. Nein, Digga, du hast mir mein Geld geklaut. Will doch keiner sehen. Ja, ist richtig. Auf jeden Fall. Ich würde das eigentlich genauso wie du. Also, ich finde es eigentlich so ziemlich lächerlich, wie sich manche Leute dort aufführen. Also, ja, ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Ich weiß auch nicht, wie sich Leute dorthin begeben können. Ja, und dann noch im Ghetto angeben, dass man in der Talkshow war. Ja. Guck mal, Digga, ich war Talkshow Brigitte. Oh Mann. So. Hey, Tobi, Digga, ich baue zweite Etage, Digga. Ach genau, stimmt. Das haben wir ja gesagt, dass wir eine zweite Etage vom Haus bauen wollen. Nick, ich wäre dafür, dass wir daraus. Danke. Dass wir daraus vielleicht so eine kleine Panorama-Etage machen. Ach, wie in deiner Singleplayer-Welt. Ja, ich habe eine Singleplayer-Welt, die zeige ich bei Gelegenheit auch irgendwann mal. Okay. Willst du einen in die Breite gehen oder wie hast du dir das vorgestellt? Ich dachte, wir machen hier so 3-4 Etagen in die Höhe. 3-4 Etagen, ja. War auch ein Vorschlag, dass wir das Haus ein bisschen größer bauen. Werden ja, wir jetzt machen. Ja. Bauer ist auch ein Thema, was uns vorgeschlagen wurde. Ich weiß, klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal. Allerdings doch, es wurde uns vorgeschlagen, das Thema. Bauer. Was halten wir vom Beruf grundsätzlich? Ich sag mal so, war früher ja alles gut und schön, aber ich würde sagen, also heutzutage gibt es andere. Hast du nur noch ein Panorama was von? Also, ich sag mal, heutzutage will die vernünftige Jugend eigentlich nur, ich muss da, gehst du aus mir raus? Will die vernünftige Jugend eigentlich nur ganz wenig Handwerkliches tun und einfach nur ziemlich viel halt, am PC und so rumwerken. Also ist jetzt meine Auffassung von der aktuellen Situation. Also ich glaube, dass momentan einfach jetzt sich der Trend einstellt, dass Jugendliche ganz einfach
ja, wie soll ich sagen, nicht mehr handwerklich arbeiten wollen, sondern einfach nur über den PC, dass da alles klappt. Einfach so wenig wie möglich sein, mit so wenig wie möglich Aufwand seinen Interessen nachgehen. Okay, dann machen wir einfach einen Balkon. Was? Hier draus. Ich hätte das zugebaut. Oder ja, jetzt machen wir einfach einen Balkon. Oder ich hätte Dings, ich hätte doch Glas reingekonnt oder so. Ja, ich wollte ja eigentlich noch, dass das Zimmer so groß wird, aber ist ja jetzt egal, wir machen einfach einen Balkon und fertig, Schluss. Ich baue jetzt einfach hier weiter. Ja, ja, da machen wir hier so Glas oder sowas rein. Ja. Kann man hier so rausgehen und mit seinen Freunden chillen. Ist ja wie PlayStation Home hier. Was uns auch vielleicht ganz lieb wäre, wir sind ja voll kreativ und so, und deswegen wäre es uns lieb, wenn ihr uns mal ein paar Vorschläge bringen könntet, bezüglich Sachen, die wir bauen könnten. Würde uns helfen. Mhm. Und wie geht's Timmy in deinem Schrank? Timmy? Ja. Na, wer ist Timmy? Aus deinem Schrank. Ich lagere keine Menschen im Schrank. Erinnerst du dich nicht an das Let's Play mit Lukas? Timmy? Wo er die Stimme nachgemacht hat und dann so, ab in den Schrank. Ach so, ach Mensch, ja, jetzt wo du sagst, ne? Nee, ich glaube, der ist vor 2 Tagen ausgebrochen. Ja. Ich weiß auch nicht wohin. Oh. Ich muss gerade mal überlegen. Du hast den jetzt 1 in die Breite gebaut, ne? Also 1 noch. 2. 2. 2. Insgesamt 4. Okay. Ich baue dann hier weiter. Ach, fuck, Alter, ich komme nicht hoch. Ich höre die ganze Zeit nur dich leiden. Wir bauen hier eine Treppe später hin, ganz klar. Ach, schade. Jetzt habe ich gerade zugeguckt, dann schafft das. So, also wie gesagt, es wäre gut, wenn ihr uns vielleicht noch ein paar Anregungen und Ideen für Bauprojekte geben könntet. Würde uns auf jeden Fall helfen. Aber jetzt vielleicht nicht sowas wie, baut euch eine Figur oder baut euch ein Holzdildo oder so. Boah, geil. Ah, oh, okay. Dann machen wir da so, wie heißt nochmal, Dispenser rein und dann sprüht das so weiße Wolle raus. Du kommst auf Ideen. Ach, das will ich mit dem Kumpel, meinen wir so. Was können wir in Minecraft bauen? Ein Penis. Dann so, ach, das macht doch jeder. Einen Penis, der Sperma schießt. So, jetzt muss ich mal eben... Da! Jetzt muss ich gucken, irgendwie... Yeah, Hipster! Irgendwie, bin ich jetzt hier ein bisschen zu weit. Das heißt, ich müsste... Okay, doch, du hast das ja so gebaut. Also, vom Ding her könnte ich das schon... Aha. Nein, der Server wurde jetzt ausgetauscht, Rumpel. Der ist jetzt im Let's Play. Ja, du ja, bist jetzt der ist auch sogar auf unserer Welt. Das ist das Problem. Ja, kick ihn. Tut mir leid, aber du, ja, da ja, komme ich, da komme ich ja gleich auf den Dings. Ich schreibe ihm und du kickst ihn. So. Okay. So. Ja, auf jeden Fall, Rumpel, du warst wieder mal im Let's Play. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nein, letztes Mal war es Pauli. Stimmt. Aber ich glaube, Rumpel war auch mal. Ja? Nee. Es war, Zero Hacker oder so und Pauli. Okay. So, das kann ja drüben jetzt eigentlich hoch. Ja, da komme ich doch glatt auf ein neues Thema. Und zwar, darf man in unserem Let's Play mitspielen? Das Ding ist einfach so, es ist ein Let's Play Together. Das heißt, wir würden das Ding gerne auch wirklich nur zu zweit durchziehen. Das heißt, auch wenn jetzt mal von mir jemand da ist, das heißt, Lukas oder so, dann sind die auch nur da, um die Laune halt ein bisschen anzuheben und um... Au. Das wird ein Kino. Um halt, ja... Ah, das wird ein Kino, okay. Ja, und um halt... Entschlossen. Und um halt ein bisschen Stimmung mit reinzubringen. Aber jetzt, wir können halt nicht irgendwie noch ein paar andere Leute mit reinholen, weil dann ist halt wirklich der Moment erreicht, wo dann jeder schreit, boah, ich will mitspielen, ja, das hast du doch mit dem auch gemacht. Nee, also, wir wollen das schon so gerne machen, geht doch mal da weg. Ja, ich dachte, du baust unten weiter. Was soll ich denn unten bauen? Ja, das ist doch dein Panorama-Dingsbums. Unten? Ja. Oh, was, wir arbeiten hier weiter? The fuck? Ich dachte, ich bin mal ein, zwei da oben. Oh, Entschuldigung. Tschö. Was baust du das hier zu?
Dann macht das Kino hier und dann mache ich die Panorama eins höher. Ah, ja, okay, ich fall hier eh nur runter. Also, das heißt, ich muss gleich Lava holen gehen. Das also, hat wehgetan. Oder ich hole Obsidian. Obsidian. So. Ich muss was trinken. Und ich höre im Hintergrund diese Spinne. Sorry, aber ich... Au! Ich kriege hier noch einen Hustanfall. So. Wir machen uns jetzt mal das Holz hier noch ein bisschen zurecht. Ja, ich muss mal eben hier die Themen abhaken. So, das haben wir. Ja, wie Nick das vorhin schon gesagt hat mit den Talkshows. Ja, er findet das anscheinend sehr sozial. Und wo wir schon beim Thema sozial sind... Es wird dunkel. Wie könnte man denn dann das Thema RTL nicht ansprechen? Nick? Ich weiß nicht, also... RTL jeden Tag forever, Beaches. Und so, ne? Mitten im Leben, abgesetzt. Mein Leben ist ruiniert, ich gehe Brücke springen. Morgen. Familie im Geldnot wurde auch abgesetzt. Ja, nach einer Woche. Ja. Denken sich so manche Bauern wirklich Brücke springen? Boah, scheiße, sorry. Oh, Gott. Alter. Tut mir leid. Mensch, was bist du denn für ein Unprofessioneller? Junge. Ich bin gerade nicht zum Mute-Button gekommen. Au, ich bin gerade nur am Schaden bekommen. Nick, lass uns schlafen. Zusammen? Ja, ja. Erst noch eben eine Waffe. Auf dein Gesicht. Hallo. Würdest du bitte... Wie sieht das aus? Ich schlafe. Geh weg von mir. Hör auf, mich mit einem roten Ding zu schlagen. Ich schlag dich nicht. Ich befriedige dich. Tue das nicht. Zeig mal deinen Asian Chicken. Das sieht man nicht, weil ich eine Rüstung anhabe. Dann zieh die ganz kurz aus. Mensch, dann zeige ich es eben kurz, nur damit du glücklich bist. Ja, ist doch geil, Mann. Moinsens. Hi. Ja, sehr schön und auch die Rüstung. Rüstung ist wichtig. Willst du denn auch wie sagen, wieso du jetzt Kinpacks hast? Ja, ich besitze nämlich Minecraft Premium. Oh. Nein, wirklich? Ach, und wie viel hat sie das gekostet? Was mich das gekostet hat? Eine Menge Geld. Das war jetzt nur so auf eine Werbung bezogen, kennst du doch bestimmt hier. Und wenn sie jetzt bestellt, kriegen sie alles. Dann kriegen sie noch 5 zusätzliche Teile und bezahlen das 10-fache. Clever kaufen, nur wir verarschen sie. HD. So, ich muss gerade Obsidian holen, habe aber keinen Bock dazu, weil das schwer ist. Machen wir bei einer Höhlentour irgendwann. Dann merkt ihr das vor. Ach was, ich bin jetzt schon unterwegs. Das ist der Nick. So egoistisch, wie er ist, der Kerl. Ich und egoistisch, man, guck dich mal an. Bist du ein richtiger... Hier. Ein... Ego... Egomane. Du sagst doch jeden Tag, wie geil du bist. Ich bin ja auch geil. Ein Ekomane bist du. Eco-Fresh, bitches. Eco-Fresh-Omane. Ich fahre Bang, hart Befehl. Raphael. Wie findest du solche Bands? Ich hasse sowas. Abgrundtief, wenn jedes zweite Wort irgendwie ficken oder sonst was ist. Absolute Ghetto-Sprache. Ja, ja. Also ich verstehe, egal was man hört, ich kann es ja auch verstehen, aber bei sowas hört mein Wortschatz auf. Ja, es ist halt wirklich, also da muss man schon einen sehr eigenen Geschmack haben, um halt wirklich zu sagen, ja, das ist richtig geile Musik. Ja, was findest du so toll daran, wenn ein Türke ohne Hauptschulabschluss zu dir sagt, dass er deine Mutter ficken will? Das ist... Ja, der hat es anscheinend einfach nur drauf. Ja, ich sag jetzt nicht mal Haftbefehl, Hust, Hust. Hauptschule mit 14 Jahren abgebrochen, Hust, Hust. Nein! Boah, die Musik, die ätzt mich gerade. Was haben wir... Mach doch Cry of Fear Musik rein. Nee, ganz sicher nicht. Suchen wir doch mal ein bisschen. Was haben wir denn hier so für tolle Musik? Du willst ja nicht mit mir Cry of 4 zusammen Let's Play. Nein, will ich nicht. Da kann ich ja, weil ich ja so ein cooler Freund von Nick bin,
kann ich euch ja mal auf Nix Let's Play Kanal hinweisen. Ja, so denn? Was Nick dann aber genau darauf macht, das kann er euch ja selber erklären. Ich spiele Spiele. Was für Spiele? I like boobs und sowas, weißt du? Boobies, nee, ich promote mich doch jetzt nicht hier, das ist ja... Das solltest du aber. Ich geb dir doch schon die Chance, und was machst du? Ja, komm schon, die Leute sehen mich, denken sich, was für ein cooler Typ, will genauso sein. Jetzt kommen wir darauf zurück, dass ich kein Egomane bin. Gar nicht selbstverliebt. Ich hab gemacht. Nein, du explodierst gleich. Du musst auch machen. Nee, ich will nicht explodieren. Auf jeden Fall spiele ich hauptsächlich Horrorspiele und mache Let's Plays dazu. Yo. Ach ja.